Seit der Wiedervereinigung ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland um glatte 5 Jahre gestiegen. Das klingt gut. Zugleich aber ist auch der Unterschied zwischen oben und unten, ist die sozial bedingte Ungleichheit von Lebens- und Gesundheitschancen gewachsen. Ich kann das in wenigen Zahlen sagen. Wir wissen immer schon, dass Menschen mit weniger Einkommen, einer schlechteren Ausbildung und einem schlechteren Job kürzer leben und eher krank werden und schwerer krank werden. Aber wenn ich das in Zahlen ausdrücke, dann bedeutet das, dass das unterste Sechstel der Bevölkerung, und das sind die Menschen an und unter der Armutsgrenze, über 10 Jahre im Durchschnitt kürzer leben als Menschen, die wohlhabend sind, die also mehr als 150% des Medianeinkommens haben. Und dazu kommt noch, dass bei den ärmeren Menschen die chronisch degenerativen Erkrankungen, die ungefähr 3/4 unserer Bevölkerung betreffen und die auch 3/4 der Krankenversorgungskosten ausmachen, bei den ärmeren Menschen um 3,5 Jahre früher ausbrechen als bei den wohlhabenden Menschen. Und unterm Strich bedeutet das, dass Männer, die an oder unter der Armutsgrenze leben, mehr als 14 Jahre weniger gesunde Lebensjahre haben als wohlhabende Männer. Und bei den Frauen beträgt die Differenz ca. 12 Jahre. Es ist eines der beliebtesten Vorurteile der Gesundheitspolitik, den armen Menschen die Schuld für ihr Schicksal zuzuschieben. Indem man sagt, ihr habt ein riskanteres Gesundheitsverhalten, ihr raucht mehr, ihr ernährt euch schlechter, ihr bewegt euch weniger. Das stimmt auch. Aber wenn man jetzt mal in die Statistiken guckt, dann kann man sehr klar sehen, dass die Unterschiede im Verhalten weniger als die Hälfte dieser Differenz erklären. Und die überwiegende Teil dieser Differenzen erklärt sich aus den Lebensverhältnissen und den Bedingungen des Zusammenlebens. Natürlich würde man gerne auch schon bei der Hälfte ansetzen, die durch Verhalten verursacht ist, aber da übersieht man, dass das Verhalten, ob ich mir zum Beispiel selbst einen gesunden Gemüseeintopf koche oder mir schnell die fettige Pizza an der Tanke kaufe, dass das sehr stark eben vom Milieu, von den Gruppen, in denen man lebt und auch von dem Wohnumfeld abhängt, in dem ich lebe, sodass auch das nicht einfach eine Frage von Moral, Zeigefinger und Verhaltensermahnungen sein kann. Wir haben kein Gesundheitswesen, sondern wir haben ein Krankenversorgungssystem. Und das ist auch wichtig und notwendig und unverzichtbar. Aber die Verbesserungen in der Krankenversorgung, in der Medizin, erklären allenfalls zu einem Drittel die Fortschritte in Lebenserwartung und die Verringerung von chronischer Krankheit, die wir in der Realität beobachten. Das heißt, 2/3 der Fortschritte, die wir sehen, sind auf andere Faktoren zurückzuführen. Fängt es bei den Kindern an, kleinere Wohnungen, schlechter belüftet, weniger Erholungsmöglichkeiten, weniger Anregungen, besondere Probleme der Ausgrenzung ab 5 Jahren, dann merken die Kinder, dass sie arm sind, dann werden sie gehänselt, dann schaffen sie den Übergang in die Schule nicht mehr. Bei den Erwachsenen sind es schlechtere Jobs, ungünstigere Arbeitszeiten, weniger Erholungsmöglichkeiten und vor allen Dingen weniger Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Arme erleben überall, dass sie nicht vollständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Sie erleben auch, dass sie von anderen als etwas anderes betrachtet werden als Arme. Und das geht unglaublich stark auf das Selbstwertgefühl. Und das Selbstwertgefühl ist eine ganz zentrale Ressource, um gesund alt zu werden. Das ist das alte Problem der Gesundheitspolitik, dass Gesundheitspolitik meistens als Krankenversorgungspolitik verstanden wird und nicht gesehen wird, dass die Länge des Lebens und die Qualität des Lebens von ganz vielen Faktoren abhängt, die eben außerhalb des Krankenversorgungssystems liegen. Ich rede da über eine gute Bildungspolitik, über Arbeitsmarktpolitik, über Umverteilungspolitik, über Sozialpolitik, über Wohnungsbaupolitik, über Siedlungspolitik, über Verkehrspolitik. Alle diese Faktoren haben einen direkten und auch berechenbaren Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung. Und die WHO nennt das eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik oder auf Englisch Health in All Policies und sagt, überall dort, wo die Verhältnisse des Lebens für Menschen gestaltet werden, wird auch Einfluss genommen auf die Chancen zu leben und gesund zu leben.